Schüler. Es geht heute wieder um die analytische Geometrie und zwar um die Grundlagen. Wir betrachten den sogenannten seitenhalbierenden Vektor. Gegeben seien die Seiten RP und RQ, in der Skizze haben wir es hier, RP und RQ, des Dreiecks PQR. Diese Seiten legen die Vektoren A mit RP und den Vektor RQ, also B, fest. Und die Vektoren A und B spannen das Dreieck PQR auf. Die Mitte ist hier angegeben, M, das wäre also dann durch den Vektor PQ, also M ist die Mitte von PQ, haben wir hier, okay. Und wir suchen eine Darstellung dieses seitenhalbierenden Vektors RM durch die beiden Vektoren A und B. Und da gehe ich von folgendem aus. Es ist ja RM gleich RP plus PM als vektorielle Darstellung. RP ist aber gleich dem Vektor A und der Vektor PM, das ist die Hälfte von PQ, deshalb plus 1/2 PQ. Oder ich schreibe Vektor A plus 1/2 und dann nehme ich den negativen Vektor von A plus B, nennen wir diese Darstellung. Nun rechnen wir die Klammer aus, dann haben wir A minus 1/2 mal Vektor A plus 1/2 Vektor B. Naja, das ausgerechnet liefert dann A-Vektor minus 1/2 bleibt 1/2 A plus 1/2 B. Und das bedeutet also, dass mein RM, dieser Vektor, gleich dem ist, wobei ich 1/2 noch ausklammere, dann habe ich RM gleich 1/2 mal Vektor A und B. Das war eigentlich ganz elementar und ich denke mir, es ist auch nicht so schwer. Es wird allerdings häufig bei elementaren Aufgaben der Vektorrechnung, also der analytischen Geometrie, von uns verlangt. Bisher ja. Okay.